Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, bei Antiquitäten, Kunst und Design aus Greiz. Ich möchte Ihnen heute ein elektrisches Gerät, ein historisches elektrisches Gerät vorführen. Es handelt sich um eine elektrische Schneiderschere der Firma AEG, wahrscheinlich aus den 1930er Jahren. Es wird jetzt eine kleine Herausforderung, Ihnen die vorzuführen, mit der einen Hand das Handy und mit der anderen die Schere. Wie Sie sehen, ist sie schon mal neu elektrifiziert worden. Das historische Kabel, was vermutlich stoffummantelt war, ist durch ein modernes Kabel ersetzt worden. Wenn man diese Authentizität wünscht, kann man dies natürlich von jedem Elektriker wiederherstellen lassen. So, los geht's. Das Gerät hat hier oben einen Einschalter. Ach übrigens, was noch interessant ist, das Gerät ist von der Firma Elektrohaus Sänger. Ich weiß nicht, ob die Kamera das einfängt. Elektrohaus Sänger aus Plauen im Vogtland aus der Jößnitzer Straße 22 und die Telefonnummer bestand damals lediglich aus zwei Zahlen. Der 95. So, nun zu der Funktionsweise. Hier ist der Einschalter. Dann wird durch einen Elektromagneten die obere Scheren, der obere Scherenschenkel bewegt. Und das funktioniert dann so. Sehr schön schief gekommen. Einmal ausschalten und wir haben das Resultat. Ein schöner, sauberer Schnitt, wenn auch schief. Ich bin kein Schneider. Hier sehen Sie nochmal das Gerät. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.